Wir starten eine neue Serie von unserer Reihe Doc Schneiches Mathestunde. Heute schauen wir uns mal an, was Dreieckssätze und quadratische Gleichungen, warum man die beide braucht. Wer jetzt gedacht hat, das Thema quadratische Gleichungen, Mitternachtsformel liegt hinter ihm, der ist ganz weit fehlgelegen mit seinen Gedankengut. Die brauchen wir jetzt immer und überall. Und wer die Mitternachtsformel heute nicht kann, das ist das Mindeste, der schaut sie sich auch gleich nochmal an. B² minus 4ac, das ist die Diskriminante. Und dann kommt minus b plus minus Wurzeldiskriminante durch 2a. Gemerkt? Gut. Dann starten wir mal mit der Aufgabe, die zunächst eine ganz konkrete geometrische ist. Das Problem ist, ich habe die Kathete gegeben. Der Kathetensatz, mit dem könnte ich jetzt was anfangen. Da fehlen aber jetzt zwei Stücke, denn der sagt, die Kathete hoch 2 ist anliegender Hypotenusenabschnitt mal Hypotenuse. Und ich kenne jetzt weder das C, noch kenne ich das Q. Ich habe zwei Unbekannte, dann kann ich mit der Gleichung nichts anfangen. Ich habe aber den anderen Abschnitt und weiß, wie die 3 und die Q miteinander zusammenhängen. Dann starte ich doch mal, Zentimeter lasse ich bei so einer schwereren Aufgabe jetzt einfach weg, weil man eh immer in der Größe rechnet. Kommen da mal Zentimeter und Dezimeter vor, dann rechnet er halt vorher beides in dieselbe Einheit um. So, wir können jetzt nach Q auflösen, ganz einfach, indem wir die 3 darüber bringen. Und jetzt, wenn ich das jetzt hier einsetze, kommt auf der rechten Seite der Gleichung nur noch c vor. Und hier das a kennen wir ja, die 5. Wir haben dann nur noch eine Unbekannte da drin. Ja, das sieht dann so aus. Für das a habe ich die 5 eingesetzt. Und da bitte aufpassen. Für das q habe ich c minus 3 eingesetzt. Die Klammer hier nicht vergessen. Denn der ganze Term, dieses ganze q hier, wird mit dem c mal genommen. So, jetzt habe ich eine Gleichung mit einer Unbekannten. Das Doofe ist bloß, die ist quadratisch. Ja, das ist eine Quadigleichung, keine normale Lineare. Ich muss also das c hier mal nehmen, dann kriege ich c Quadrat und hiermit minus 3c. Die 25 haben wir mit minus 25 rübergebracht. Und jetzt Mitternachtsformel. Hurra! Hier haben wir sie wieder bei einem Problem, wo wir es nicht vermutet hätten. So, die Diskriminante b² minus 3 gibt 9 quadriert, minus 4ac, das gibt 100, 4 mal 1 mal 25, aber weil das Produkt aus a und c negativ ist, 1 mal minus 25, wird aus dem minus 4ac ein plus 4ac. Schön ist, das ist größer 0, dann gibt es überhaupt zwei Lösungen. Wäre das hier negativ, wäre dieses Problem so geartet, dass es nicht lösbar ist. Und bei 0 hätte man genau eine Lösung. Der Rest der Mitternachtsformel, minus minus 3, minus b steht hier vorne, plus minus Wurzel aus der Diskriminante, 2a, 2 mal 1 ist 2. Jetzt, wenn ich mal die Wurzel aus 100 anschaue, ist klar, dass diese geminuste Lösung Unsinn ist. Denn Wurzel aus 100 ist 10 und aus 109 mal was Größeres wie 10. Wenn ich das von 3 abziehe, kommt eine negative Hypotenuse raus. Das gibt keinen Sinn. Die Lösung ist weg. Also bleibt nur noch die mit Plus hier. 3 plus etwas um die 10 durch 2. Und ich habe jetzt nach einer etwas umfangreicheren Rechnung die 6,7 hier. Und jetzt, wenn ich die 3 abziehe, habe ich hier 3,7. Eine maßstabsgetreue Zeichnung ist es nicht. Die Länge müsste ja 3,7 dann größer sein. Wenn ich P und Q kenne, kann ich auch H berechnen, Höhensatz, und ich kann auch die beiden Katheten berechnen. Aber das ist knackig. Um dieses Problem hier komme ich überhaupt nicht drum. Da gibt es keine Möglichkeit. Der Horrorschüler Quali die Quasselstrippe kommt da schon drum rum. Der stellt fest, ist der Professor Wurzel fies. Ich bräuchte ja das Q und dann vertauscht er die beiden, macht hier die 3 hin und kann direkt den Kathetensatz annehmen. Sowas ist Mogelei, wird hart bestraft. Damit winde ich mich um die Hauptaufgabe. Das würde auch zu deutlichen Punktabzug führen.
wenn man den schon anschaut, mit seiner riesen Dolle da, gell? Das Versteh-Partys kann man hier die Drinks gut abstellen, aber leider ist bei ihm das, ja, was an Intelligenz fehlt, in die Haare gewachsen. Also, nicht machen, was der sagt, da kommt man schlecht weg. Die Höhe und die Hypotenuse, wenn die gegeben sind, haben wir eigentlich dasselbe Problem. Denn der Höhensatz sagt ja, h Quadrat, das ist p mal q. Wenn ich aber p und q nicht habe, nützt mir nichts. Jetzt kann ich aber, ich habe ja die ganze Hypotenuse gegeben, dann mache ich das wie bei der Aufgabe vorher. Hast du schon eine Vorstellung, wie es jetzt weitergeht? Muss irgendwas mit diesen 5 anfangen? Ja, p und q zusammen gibt 5. Eigentlich ist es dasselbe wie vorhin. Jetzt löse ich diese Gleichung da mal nach q oder p auf. Ich habe es mal nach q gemacht, p rüberbringen. Und wenn ich das jetzt für q einsetze, ist auf der rechten Seite kommt nur noch das p vor. Die linke Seite kenne ich ja, das h Quadrat. Das ist 4. Und dann sieht es so aus. Bitte die Klammer nicht vergessen hier. So, wenn man das jetzt ausmultipliziert, kriege ich schon wieder 5p minus p Quadrat, das ist gleich 4. Ja, ich habe schon wieder dieses Problem. Ich habe eine quadratische Gleichung und schon wieder komme ich nicht drum um die Mitternachtsformel. Ich bringe das jetzt so rüber, das p Quadrat hier und das da, dann steht hier vorne eine 1. Man könnte jetzt hier sofort mit dem Beta erkennen, 4 ist 2 mal 2, da müsste die Summe aber 4 ergeben. Bei 1 mal 4, das ist ja auch 4 mal 1, da komme ich mit der Summe auf 5 hin. Da wären 1 und 4 die Lösungen. Ich mache aber mal 25b² minus 4 mal a mal 10 minus 16 gibt die 9. Und der Rest der Mitternachtsformel sagt mir, das ist auch hier die Lösungen. Das ist die geplusste Lösung, 5 plus 3 gebe ich 8, gibt die 4, und 5 minus 3 gibt 2 durch 2, gibt die 1. Mit Vieta wären wir hier sofort raus, ja, 1 und 4 sind die Lösung. Vieta würde ich mal anschauen, glaubt mir, in der 11., 12. Klasse sind 80% aller dieser Lösungen ganzzahlig und da ist man mit Vieta, spart man viel Zeit und wie wertvoll ist die in solchen Schulaufgaben. Jetzt habt ihr 2 Probleme hier kennengelernt, die richtig hart sind. Aber ich mache sie, damit ihr einseht, ich werde euch zum Einsehen bringen, dass ihr jetzt auch in Chemie und in Physik nicht mehr um quadratische Gleichungen herumkommt. Und da freut sich eigentlich der Professor Wurzel, an die Schüler muss er das natürlich mit etwas grimmiger Grimasse vermitteln. Quadratische Gleichungen verfolgen uns bis zum Schulende. Quaddis sind doch süß, Quaddis, Quaddis und nochmals Quaddis, ja? Irgendwann hat man das verinnerlicht, wie das kleine Hämmer 1, und da kann man das auch richtig runterrasseln. Und die Mitternachtsformel ist das Mindeste, das Nullte, was ihr künftig immer können müsst. Jo, das war's dann mal wieder. Tschüssi, euer Doc Schneichi. Bis zum nächsten Mal.